Hey, du siehst gut aus, Olivia. Oh, warte, dein Kleid. Oh, jemand muss das Auto anhalten. Oh nee, dein wunderschönes Kleid ist zerfetzt. Ja, wenn du denkst, dass das peinlich ist, dann warte, bis du die anderen Situationen siehst, die gleich kommen. Oh, hey, Emily. Tut mir leid, Och Mann, warum ist denn das immer so unglaublich unangenehm? Oh, da haben wir es. So ein schöner Tag und nichts kann den Spaziergang im Park ruinieren. Naja, eine Sache gibt's schon. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich muss los, Em. Oh, warte auf mich. Mensch. Hey, schau mal hier drüben. Hä? Huh? Oh, hallo. Ja, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich setz mich zu dir. Hey, Alter, ich glaube nicht, dass Emily dir zugewunken hat. Mann, war das peinlich. Nichts ist schöner, als gleich morgens der besten Freundin zu schreiben. Besonders, wenn du ihr mitteilen willst, wie dein heißes Date am Vorabend gelaufen ist. Ja, das war wirklich eine traumhafte Nacht, hä? Oh nee, habe ich jetzt aus Versehen den Text an meine Mutter geschickt? Oh, wie peinlich! Oh nee, vielleicht kann ich die Zeit zurückdrehen, wenn ich lang genug nachdenke. Komm schon, dreh die Zeit zurück, dreh die Zeit zurück! Oh, dieses Mittagessen war so lustig, lass uns das auf jeden Fall wiederholen, okay? Na klar, wir sehen uns dann. Wir laufen ja immer noch zusammen. Na gut, also dann bis später. Warum sind diese ausgedehnten Abschiede so unangenehm? Ja, wer hätte gedacht, dass ihr beide genau den gleichen Weg geht? Oh, endlich der Bürgersteig. Oh, komm schon, jetzt im Ernst? Gehst du auch in die Richtung? Jetzt könnt ihr eigentlich auch den ganzen Weg zusammen nach Hause laufen. Okay, also bin nur ich das oder ist es genauso unangenehm, das zu sehen, als tatsächlich dabei zu sein? Schönen Spaziergang, Mädels. Es ist immer schön, eine gute Playlist zu hören, während man seine Arbeit erledigt. Solange du deine Kopfhörer auch wirklich angeschlossen hast. Emily? Die Leute schauen schon zu dir. Die hat keine Ahnung, dass wir das hören können, oder? Emily? Oh, hey. Vielleicht schiebst du den Stecker noch ein bisschen weiter rein. Oh, na, ein Glück hast du dieses Mal nicht Helene Fischer aufgedreht. Ah, so ist es gut. Ja, alles in Ordnung, Leute. Danke fürs Bescheid geben. Gibt es einen Brad Pitt-Film, der nicht super gut ist? Oh, hey, Dad. Hey, Mom. Wollt ihr mitschauen? Ihr habt nur 15 Minuten verpasst. Stell's lauter, Dad. Ach, wie süß. Ein Familienabend. Warum zieht Brad seine Hose aus? Oh, bitte nicht. Ja, scheint so, als jetzt diese Familie gerade in der ersten Reihe für eine heiße, verschwitzte Liebesszene. Dad, ich weiß, was los ist. Jemand muss auf Pause drücken oder es wird noch peinlicher. Oh Gott, dreh wenigstens die Lautstärke runter. Naja, so hat die Familie ein paar unangenehme Tischgespräche für die nächste Woche. Der Salat ist ziemlich gut, aber da kann auch ein bisschen Salz ran. Ein bisschen. Naja, so viel nicht. Oh, sollte ich vielleicht einen neuen Salat bestellen? Es ist eine gute Idee, nach der Mittagspause die Lippen nachzuziehen. Okay, das sollte reichen. Ja, du siehst gut aus, Mädel. Oh, hey Dave, wie geht's dir denn heute? Jason, tolle Arbeit mit deiner Präsentation vorhin. Du solltest mal deine Zähne im Spiegel überprüfen. Ich war gerade im Bad. Warum? Oh, Mann. Das sieht so aus, als hätte ich an meinem Lippenstift geknabbert. Oh, peinlich. Und ich habe so viele Leute begrüßt. Ach, Mensch. Hey Olivia, schau dir mal dieses Video an. Ist das nicht lustig? Deine Zähne?
Was ist denn mit meinen Zähnen? Oh, wie konnte ich das bloß nicht bemerken? Wenn du das nächste Mal Spinat zum Mittagessen isst, solltest du einen kurzen Check im Spiegel machen, bevor du wieder an die Arbeit gehst. Okay, alles weg? Ja, alles wieder gut. Wenn du so wie Olivia bist, begeistert dich nicht so sehr wie die Snackzeit. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Upsi. Okay, vielleicht ist Olivia ein bisschen zu begeistert. Und vielleicht ist sie auch beim Frühstück so... Ah, eine neue Schachtel meiner Lieblingsflakes. Okay, in Deckung, Leute, sie wird explodieren. Ja, die Cornflakes über den ganzen Boden. Mein Fehler. Oh, hey, Leute. Och, du beachtest Olivia nicht? Oh, das war unangenehm. Hey, erinnert ihr euch an mich? Ich bin auch noch hier. Oh Mann, das gibt eine Beule. Na, endlich kann Olivia auch ein Wort mitreden. Ach, wie schön. Emily hat einen Kaffee geholt. Für fast alle. Sieht so aus, Olivia, als bist du das dritte Rad am Wagen. Und jetzt wird's noch peinlicher. Und? Schämst du dich schon fremd? Noch nicht? Dann werden dir diese Outtakes den Rest geben. Teil dieses Video doch mit deinen Freunden, um sie auch zum Lachen zu bringen. Und falls noch nicht getan, abonniere 1-2-3-GO, damit du keines unserer Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.